Und willkommen hello. Zurück. Hello, my Let's play Minecraft, ja. So, follow me, my friend. Jetzt geht's aber los hier, jetzt. Aber warte mal, wir brauchen viele Blöcke, gell? Ich hab, 2 Stacks, aber das ist, glaube ich, nicht so viel. Aber wir können da vorne noch Holz abbauen. Ja, da vorne noch Holz abbauen, ja. Genau. Die super. Final Insel, Leute. Die letzte Folge von, Final 16 Dice Survival. Also, wenn ich diese Tatze da in der Hand hab, ja. Dann habe ich halt 2 Lebensdinger mehr und 2 Rüstungsdinger. Nee, doch einfach 2 Lebensdinger mehr. Und halt generell. Ja. Wow, okay, mehr. 2 Lebensdinger? Ah ja, stimmt. Plus 4 Max Health, klar. Ja, macht Sinn, ja. Weil halbe Herzen und so. Ja, ja. Voll cool eigentlich. Ich baue gerade noch ein bisschen Holz ab hier. Ja. Damit wir mit dem ganzen Shit hinkommen. Da helfe ich dir mal. Denn bei, jetzt ne? Geht's ab nach oben. Ich würde sagen, ich fange hier oben dreist an zu bauen. Ja genau, fangen wir nur an zu bauen, ich mache noch ein bisschen Abbau-Shit hier unten. Ich habe so viel Müll im Inventory. Oder Sachen, die auch nicht gestackt sind, ist eh das Beste. Ja. Ich baue hier mal so ein bisschen Holz runter, aber ich kann das glaube ich nicht alles aufsammeln. Weil das fällt, teilweise einfach so. Ich sammle für dich das Holz. Perfekt. Was habe ich hier noch? Komische Dinge im Inventar, wie zum Beispiel 9 Fleisch. Alter, die Insel ist echt hoch. Wow, Lava. Oh, stimmt, da hattest du mich ja drauf hingewiesen, als wir hier ankamen. Nee, damals. Das war eine andere Lava. Echt? Ja. Ja, Mr. Lava. Mr. Lava Lava. Mr. Bombastic. Was Plastik? Was? So. We are going on a journey into the sky where the last die is. Ende. Where the last die is. Alter, ist echt mega hoch. Ey. Ich hab auch noch ein bisschen Holz am Start, ne? Falls du welches brauchst. Ja, geht gerade gut, geht ja. Jo, wir reden jetzt schon so wie so Geister im Himmel, aber wir sind schon. When in. Ja, so, jetzt check ich das gerade mal erst. Was? Na, dieses. Da stand ja bei dem Schwert, steht das ja auch dran. When on feet, when on legs, when on body. Aber macht gar keinen Sinn. Ja. Weil. Du kannst das ja nirgends anziehen, aber. Kannst es ja nicht. Du kannst ja dein Schwert nicht auf diesen Kopf. Kannst du wahrscheinlich schon, aber sieht halt beschissen aus, ne? Ja, eben. Ja. Nee, aber. Ist dumm, dass sie das alles hinschreiben, eigentlich so. Irgendwie schon. Hey, machen diese Stäbe Licht? Scheint so. Ja. Das ist ja geil. Warte mal. Den kann man aber nur falsch rum dranhängen. Ja. So. So. Da vorne ist die Mitte. Die heilige Mitte. Zack. Wer steht denn da? Da stehen so Leute. In jedem Haus. Lol, die haben Bogen. Die haben Bogen, Alter. Was ein Joke. Oh Mann. Voll uncool. Wo hat der dich jetzt abgeschossen? Weißt du, welcher das war? Ja, das war der eine da im Haus. Boah, der eine im Haus? Okay, krass. Okay. Gibt ja in jedem Haus eine, aber. Echt jetzt? Ja. Achso. Musste ich nicht. Kannst du ein bisschen Material mitbringen? Ja. Hab ein bisschen dabei. Ich bin gerade fast runtergehüpft. Ich bin gut, ich bin so gut. Nö. Du, I'm on my way to you. To the last die. It's in the sky. So high in the sky. Ich brauche hier gerade ein bisschen safe, damit wir nicht wieder runterfallen gleich, wenn irgendwann uns beschießt. Du hast abgeschossen. Ich sehe dich falsch. Hi, I'm Angel. I have some traits for you. Great. Alter, wie cool. Was ist? Wenn du deinen Bogen im Inventar hast und den Bogen spannst, siehst du im Inventar, wie der gespannt wird. Ja, ich weiß. Voll cool. Also ich habe schon gesehen gehabt, Freund. Nee, du allwissender Spasti, hä? Jetzt, Moment mal, ganz kurz, bevor du jetzt die letzte Farbe hier snackst. Ich snack noch nicht die letzte Farbe, ich töte gerade noch die ganzen. Oh, bitte schieß mich nicht runter!
Treppe in den Himmel, wie das aussieht, hä? Wo bist du jetzt eigentlich? Ja, ich bin gleich wieder unten an der Treppe. Achso, du kommst erst noch. Hä? Aber ich kann nicht fliegen, ne? Achso, du bist gestorben. Ja, ich bin einfach runtergefallen. Achso, sag dir doch. Also so. Ganz ehrlich, I'm Angel, I have some traits for you. Oh. Okay. Hä? Hey. Kam es bei dir gerade auch? Ja, im Chat. Achso, okay, also nicht nur bei mir. Ja, das war bei mir schon vorhin da. Okay, jetzt ist die Frage, wo ist die letzte Farbe? Es sind alle weg jetzt, oder was? Ja, hab's umgebracht. Okay, bei dem Typ bekommen wir halt irgendeinen Crap. Halt mal zu den verschiedenen Dingern hin und gucken halt mal. Da ist jetzt überall immer eine Kiste drin. Echt? Ja. Also hier ist eigentlich eine drin. Hier ist ein Diamant. Die ist in Glas eingebaut. Die letzte Farbe, ich hab sie. Hä? Echt? Geil. 16! Nice! We did it, we just did it. Come back to the house and talk to Lynch. Okay, machen wir es sofort, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gucken aber noch in das letzte Ding da rein. Gucken noch in alle Häuser rein, oder? Ja, genau. Aber die sind alle in Glas eingebaut, ne? Echt? Ja. Dann war das jetzt gerade Zufall. Ja, okay, noch Diamanten und Pfeile, aber die brauche ich eigentlich alle nicht, oder? Oh, wow, hier sind Boots mit 100% Health. Error of in... LOL, damit hat man doppeltes Leben mit den Schuhen. Voll geil, gell? LOL. Doppeltes? Ja! Wow. Plus, guck mal hier, gib dir den Shit. Zieh mal an. Kannst du behalten, aber zieh mal an. Oha. Krass, oder? Brauchst du ihn nicht? Nö. Okay. Krass. Alter, und hier, jetzt geht's ab nach unten. Ich hab gerade, ich hab Pfeile auf Invisibility. Mega auf geil. Das hört sich geil an. Machst du dann unsichtbar? Du schießt die ab und dann werden sie unsichtbar? Weiß ich nicht. Aber eigentlich sieht man die noch, oder? Schieß mich mal ab. Warte mal, ich bin invisible, gell? Ja, ich bin invisible. Ach doch, ja, du bist invisible. Lol. Okay. Das ist ja lustig gemacht, gell? Ja, aber das ist eigentlich voll dumm. Wenn du schießt deinen Gegner unsichtbar. Ja, kannst du dich dann eher selber abschießen oder so. Du schießt in die Luft und piu, ich bin weg. Und dann stirbst du. Oh Mann. Ha. Max, du hast es drauf. Move. Sieht niemand mehr. Doch, du hast Rüstung. Siehst du mich noch? Ja, dein Schwert und deine Partikel. Ach, aber du siehst mich nicht mehr. Das ist richtig. Das ist richtig. Hast du gut erkannt. Ich hab mich einfach komplett nackt. Du kleiner Perversling. Ich brauch die Rüstung jetzt eh nicht mehr. So. Hallo Lynch! Hi! Hat der eigentlich irgendwas zu dir gesagt jetzt gerade? Nee, ich wusste gar nicht, dass ihr herkommen sollt. Hallo! You get all the dice, excellent. Steht jetzt im Chat. Bei mir. Bei mir stand, now I can go to my astral travel. I will never come back, bitch. Woo! Habt ihr auch gerade Feuerwerk und der ist gestorben? Ja. Warum stirbt der einfach? Nee, der hat im Chat geschrieben, now I can go to my astral travel, I will never come back, bitch. Ja gut, okay, das hat er bei dir geschrieben. Ja, das andere hat er bei dir geschrieben. Das war's. Ja, nice. Fazit von der Map, also ihr könnt sie wie gesagt gerne downloaden, in der Beschreibung findet ihr das. Ist der Link. Mhm. Wir haben auch vor, in der nächsten Zeit nochmal irgendwie sowas in der Art zu machen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Und ja, Download-Link in der Videobeschreibung, genauso wie der Link zum Texture Pack und zu Optifine. Des Weiteren wäre eine Bewertung ziemlich fett. Und generell, wie ihr es halt fandet. Und ja, schreibt, lasst eure Kreativität in den Kommentaren freien Lauf. Schreibt, wie ihr es fandet. Schreibt, welche Insel euch denn am besten gefallen hat. Max, was war denn deine Lieblingsinsel? Meine Lieblingsinsel ist eigentlich echt schwierig zu sagen. Warte mal, ich möchte nur mal ganz kurz die angucken. Weil ich muss auch gerade nochmal nachgucken, weil ich habe auch gerade überlegt. Also, die Insel, die mich am meisten crazy geflasht hat, war die Insel hinter dieser Sandinsel. Ja, die Neta-Insel, gell? Genau. Allein schon... Nee, nicht die Neta, die mit den komischen Konstrukten da.
Ja, mit diesen Bäumen da. Ja, genau. Die Lila, ja, das war doch so ein Neta. Nee, nicht Neta, End. Das war End, ja, End, genau, End. Ja. Genau, die war cool. Das war, fand ich auch so die krasseste, allein schon wegen diesen Dingern, die einen so schweben haben lassen, gell? Ja, das aber das ist voll cool. Das war voll geil. Nervig, aber war schon ja, nett. Mega. Aber das war echt cool, also allein schon die Monster kennenzulernen und den Eisbär zu sehen. An der Stelle könnten wir eigentlich mal ganz kurz uns hier hochstellen und dann einen Screenshot machen in die andere Richtung, oder? Boah, sieht das gut aus. Guck mal vor allem mit diesem Schild, oder? Max. So. Geil, hallo. Okay, und ansonsten, aber so rein vom Gefallen richtig, oh, schwierig, hä? Also vom Aussehen her fand ich am geilsten die Dschungelinsel da drüben. Die da. Welche? Da. Die da? Ja. Ja. Ja, die war schon ganz cool, aber... Diese Sandinsel hier neben uns, die fand ich vom Terrain halt auch irgendwie geil, aber... Da gab es jetzt nicht. Ja, das stimmt. Die war vom Terrain war die geil. Ja, aber jede Insel war so ein bisschen was Besonderes. Ich meine, hier unten drunter war es so eine Art Labyrinth. Dann waren teilweise wirklich so richtige Höhlen. Dann war es teilweise so mit Stein und so. Das war schon echt cool. Also, ja, schon das war echt geil. Das war auch das Neta-Ding hatte Style mit den Dämonen, die dann in Wahrheit Pigmans waren. Also das war, ja, genau. Ja, das ja. war cool gemacht. Und echt? Genau auch die ganzen Mobs, die fliegende Kürbisse fand ich so lustig. Ja, echt. Die waren richtig geil. Das war echt, das war oder echt die gut. Die erste Insel, wo wir doch diesen Typen getötet haben, da, der wo, den man kennt, keine Ahnung, ich weiß halt den Namen nicht mehr. Aber auch das Haus hier ist schön, wo wir haben. Wo als Starthaus. Definitiv. Wird. Definitiv. Also aber, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so schön, aber. Ja, aber wir haben uns schön ausgetobt. Ja. Gut, dann bedanke ich mich nochmal vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in deinem nächsten Projekt wieder. Bis dahin, haut rein und bis dann. Tschüss. Mach's gut, ciao.